Abschied, Ungewissheit, Tränen. Ruhe, Verlust, Leere. Wie macht man das, vor sterbenden Kindern zu spielen? Also ich gehörte, dass ich auch im Kinderhospiz spiele, dachte ich erstmal, oh weia. Ich glaube, man spielt vor sterbenden Kindern genauso wie man vor normal kranken Kindern spielt, nur dass man noch mehr seine Antennen dafür schärft, was die gerade brauchen. Wenn wir als Clownspaar in ein Hospiz zum Beispiel gehen, dann ist es für uns in dem Moment eigentlich egal, was das Kind für eine Krankheit hat. Also egal heißt nicht im Sinne von gleichgültig, sondern wir spielen generell. Wir sind im Clown, wir sind in dieser Figur des Clowns, die ist Grenzgänger ja auch zwischen Leben und Tod. Clown macht Sachen, die er sonst nicht machen würde, und wir schauen natürlich ganz genau, was das Kind für eine Krankheit hat. Darf man Sterbende überhaupt zum Lachen bringen? Klar, gerade. Also ich glaube, jeden darf man zum Lachen bringen. Und ich glaube, dadurch, dass Lachen so was Befreiendes ist, muss man gerade Leute, die so einen schweren Weg vor sich haben, zum Lachen bringen. Und ganz, ganz oft sind die Kinder jetzt zum Beispiel in der Onkologie oder in anderen Stationen, die in so einer Situation sind, wahnsinnig offen und wahnsinnig dankbar. Und lachen vielleicht auch viel lieber, habe ich manchmal das Gefühl, als Kinder am normalen Krankenhaus. Für die ist das sehr viel wichtiger. Muss ich jetzt sagen, dass eigentlich im Kinderhospiz oder vor sterbenden Kindern die Stimmung fast am heitersten ist? Weil es so endgültig ist, weil es klar ist, die werden sterben, und da das Umfeld setzt sich auseinander mit dem Thema Tod. Und sonst ist es ja oft in unserer Gesellschaft, dass man sich nicht damit auseinandersetzt, dass der Tod totgeschwiegen wird. Man darf als Clown alles. Die Kinder haben oft, aus meiner Erfahrung, weniger Probleme, wenn sie das Bewusstsein haben, dass sie sterben, mit dem Tod, als die Eltern. Die Kinder sind oft ganz, ich möchte fast sagen, weise. Die wissen auch, dass sie sterben. Also im Hospiz hatten wir einen Fall, ein 10-jähriger Junge, der wusste, dass er stirbt, und der ist damit relativ cool, sag ich mal, umgegangen. Wie reagieren die Eltern, wenn rote Nasenclowns zu ihren kranken Kindern kommen? In vielen Momenten erfahren wir erstmal eine Ablehnung, weil das so, ne, wie du gerade auch gefragt hast, irgendwie darf man das denn überhaupt, Lachen zu Sterbenden bringen? Ich glaube, es ist in vielen Köpfen drin, dass Sterben was Trauriges ist und auch was Trauriges sein muss. Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, in Kontakt mit denen zu treten, habe ich es eigentlich nie erlebt, dass sie nicht total dankbar waren, sondern ganz im Gegenteil, dass es denen so gut getan hat, einmal von dieser Anspannung und dieser Angst und diese Verlustängste, die man einfach hat, davon abnehmen zu können und einfach mal befreit zu lachen. Ja, und einmal, wir hatten so eine Situation, eine Kollegin und ich, wir haben bei der Übergabe gesagt, eine Mutter, die ist selber Krankenschwester, hat gerade erfahren, dass ihr, weiß ich nicht, 6 Monate alter Säugling einen schlimmen Tumor hat. Und dann hatten wir irgendwie das aber auch schon wieder vergessen, sind in das Zimmer rein, war eine Mutter mit dem Kind, und plötzlich dämmerte dann so, oh, ah, das ist die jetzt, okay. Und dann haben wir so ganz sanft so ein Lied gespielt für das Kind, Seifenblasen gemacht, und die, plötzlich brach die Mutter in Tränen aus, hat sich umgedreht, und wir beide, oh Gott, und wir wussten wirklich, das war wirklich, also auch als Clown dachten wir, oh, wie schaffen wir das, wie kriegen wir das jetzt hin? Ich meine, am besten ist vielleicht einfach, wir gehen und lassen die beiden alleine. Und dann habe ich noch so eine Nase aus meiner Tasche gezogen. Und dann kringelte sich um diese Nase so ein ganz langes Haar, weil ich wohl meinen Kamm mit in dieser Tasche hatte. Und wir alle sahen dieses Haar. Und das war wirklich mir unglaublich peinlich, meiner Kollegin auch. Und die Mutter fing plötzlich an zu lachen. Und wir wussten aber nicht, was machen wir jetzt? Und dann nahm sie diese Nase und meinte, ja, ich bin Spezialistin für Haarentfernung, ich mache das mal. Und also wirklich so tatkräftig, wie so eine Krankenschwester, hat sie da das in die Hand genommen und gemacht. Und da hat sie uns eigentlich gerettet, und das war so, so schön.
zu dem Gegenüber so die, die Möglichkeit zu geben, wieder so tätig zu werden. Wie gehst du mit dem Tod um? Das ist ganz unterschiedlich. Zu manchen hat man eine Beziehung aufgebaut, dann ist es natürlich schwierig. Oder es ist auf der einen Seite so, ja, gestorben. Und dann aber auch schön geschafft, weil oft leiden sie ja wirklich sehr. Aber natürlich ist da Trauer. Das ist nicht leicht. Wie wichtig sind rote Nasenclowns für die Hospizarbeit? Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Ich bin in vielen Projekten, wo es wirklich darum geht, Hospizarbeit zu leisten. Und ich habe immer das Gefühl, dass es sehr, sehr dankbar und offen angenommen wird. Und dieser direkte Austausch mit uns Clowns, wir sind ja auch irgendwie ein bisschen so Zwischenwesen für ganz, ganz viele, die nicht unbedingt unserer Welt angehören, sondern irgendwo schon dazwischen schweben können, dass das für viele sehr, sehr wichtig ist.